So. Hast du ein Ladegerät? Auf einmal tust du es dir wirklich kommen, dass ich gerade Mo irgendwas passen soll oder was. Nur Kopf lassen. Was? Was soll das sein? Piccolo Corsair. Oha! Wir haben BKS, oder? Ja. Die Miniteile sind laut bis zum Arsch. Jetzt sehen wir die Feistlinge. Ah. Boah, wow. Das sind echt laut. Warte mal, irgendwas ist das dann. Boah. Ich hab die schwarze. Hey, der ist da bis daher auf meinen Kopf. Aber die gleichen Stoff. Boah, Wahnsinn, also das sind wirklich. Aber da will man nicht wieder. Die explodieren in der Luft. Das sind die Piccolo Corsair. So, und eine noch in der Luft. Leider nicht. So, roter Corsair, Fire Event. Der Klassiker muss eigentlich jedes Jahr dabei sein. Machen wir mal drei Stück. Ja, genau. Was aussieht die drin? Ordentlich. Die scheppern. Die sind wirklich geil. Oha. Boah, heftig. So. Hier, die vier sind neu. Supercracker BVD. Machen wir jetzt gleich das ganze Päckchen. So schauen die aus. BVT Supercracker. Let's go. Schnipselt. Ja, geht. Der war stark in den der Luft. Ja. So, die letzten paar auch noch gleich. Jetzt sind sie weg. Die Zündschnur brennt sehr leise ab. So, und noch der letzte. Ja. In der Luft sind sie richtig laut. So, dann hätte ich hier noch Silber Pirate von Fire Event. Machen wir auch hier 4-5 Stück. Silber Pirate von Fire Event, genau. Mal einen einzeln, schauen wir mal, wie die sind. Genau. Ups. Fast gleichzeitig. Und einen lege ich noch hin. Boah. Der ging fit. Puh. Stark. Alter, der war richtig stark. Geil, ja. So, dann Panda, B-Böller. Boah, geil. Hab noch nie Panda-Böller gehabt. No joke. Leider relativ schlecht schon verarbeitet, aber machen wir mal drei Stück. Schauen wir mal. Ja, gehen wir. Ganz okay. Ja, sind ganz okay. Cobra 6 BP Silber. Habe ich auch noch nie gehabt. Schauen wir mal.
ordentlich. Okay, ich zeige Ihnen die auf jeden Fall. Den zweiten. Boah, der schnipselt. Boah, heftig. Wahnsinn. So, jetzt gibt es dreimal BP6 über. Okay. Ordentlich. Mut, da ist irgendwas reingeschallert. Ich hab's gesehen, ja. So, Pinto Anaconda. Die haben noch so ein BKS-ähnliches Gemisch. Machen wir jetzt mal die vier. Blitzen richtig rein, ja. Los geht's. Okay, los geht's, meine Herren. Ordentlich, ja. Geil, wie die blitzen. Ja. Die sieht man sogar da im Wald. Ja. Das ist krass. Da mal. Keine Teile. Pat. Oh, das ist nah. Das ist ein bisschen einblitzen, Bursche. Die hast du noch. Die letzte. Die muss der nicht so weit weg haben. Die ist da drauf. Ah, scheiße. Ah. Der war mal. So. Wippe 1 von Pyro Trade. Oder? Nein, das sind die kleinen. Oh. Perfekt, mach danke Jungs. Na. Naja. Die ploppen so auf, oder? Ja. Nee, kaputt. Sind okay, kosten 50. 3 Euro oder so, oder 4 Euro. Funke, Treiber, sollen wir den machen? So, machen wir jetzt noch die Piranhas und die Funke. Passt. Abeler. Machen wir da 3 oder so für denen. Funke, Abeler. Erster war stark. Ziemlich waldbrandähnliche Zustände hier. Was? Ja, war ordentlich, ja. Stark. So. Ja, aber dann merkt man es. Piranha von Pyro Factory. Hui! Du brauchst. Schmeißen wir da vorne hin. Ja, kann man eigentlich weghauen. Ne, sind für nix. Ich weiß nicht, die fährt. So. Ich muss ja ehrlich sein. Thundercracker D. Jetzt geht's richtig ab. So, Thunder D. Von Funke. Ui, Premium. Absolut geil. Machen wir mal 2 Stück. Boah! Bist du was kostet eine Packung? Ein Schicken. 50 Euro. Was? Hey, jetzt ist Herben ein Schwein. Arre nicht so laut. Gibt's leider nicht mehr. Fand er die. Boah, absolut heftig. Zoom jetzt ein bisschen hin. Boah. Unglaublich, die Teile.